Ja, wir denken, er ist zurück. Nach einer Produktionsverzögerung von etwa 2 Jahren inmitten von Komplikationen, die durch die Pandemie verursacht wurden, ist John Wick Kapitel 4 endlich auf dem Weg in die Kinos und soll im März 2023 erscheinen. Und der neueste Trailer des Films macht die Fans absolut wild. Dieser nächste Teil der John Wick-Franchise wird kurz nach den Ereignissen des dritten Kapitels fortgesetzt, das eine bedeutende Veränderung in der Beziehung zwischen Keanu Reeves' Titelfigur und dem mächtigen High Table markierte, der Organisation, die über die Geheimgesellschaft von Attentätern herrscht, von denen John einst ein Teil war. Da die Veröffentlichung des Films weniger als ein Jahr entfernt ist, schlug Regisseur Chad Stahelski vor, dass der Himmel die Grenze für das John Wick-Franchise ist, wenn es um zukünftige Filme geht. Die Möglichkeit, dass John eines Tages ins All fliegen könnte, steht laut dem Filmemacher sogar auf dem Tisch. In manchen Serien wäre das ein Jump-the-Shark-Moment, in diesem Fall wäre es wahrscheinlich einfach cool. Schließlich wurde am 10. November der offizielle Trailer zu John Wick Kapitel 4 hochgeladen. Und obwohl er keine Sequenz im Weltall enthält, deutet diese erweiterte Vorschau dennoch auf ein sowohl unvorhersehbares als auch äußerst aufregendes Abenteuer. Liegen wir da richtig, John? Yeah. Nach der Veröffentlichung des vollständigen Trailers haben viele Reaktionen von Fans die überraschende Langlebigkeit der Franchise ins Rampenlicht gerückt. Viele sind sich einig, dass John Wick seinen Empfang noch nicht abgenutzt hat, obwohl er der Serie mit jeder neuen Folge eine verronnene Mythologie auferlegt. Auf YouTube teilten einige Kommentatoren ihre Freude darüber, dass die John Wick-Serie nach 4 Filmen immer noch dramatisch fesselnd ist. Ein Benutzer schrieb, John Wick ist eines der wenigen Franchise, von denen ich nie genug bekommen kann. Sie finden immer einen Weg, es frisch zu halten, welches mehr als 1500 Likes von gleichgesinnten Zuschauern erhielt. Ein anderer Kommentator hinterließ seine eigene Antwort zum Trailer und sagte, dies sind die einzigen Filme, die weitergedreht werden können, ohne zu kitschig zu sein. Scheinbar als Reaktion auf Kommentare wie diese lobt ein anderer Benutzer die John Wick-Fangemeinde für ihr weit verbreitetes Gefühl der Aufregung und den allgemeinen Mangel an Negativität. In der Zwischenzeit äußerten sich auf dem Premieren-Filmdiskussions-Subreddit eine Reihe von Benutzern ähnlich. Ein Benutzer kommentierte einfach, dass er sich John Wick-Filme so lange ansehen wird, wie sie herauskommen. Ein anderer verglich die John Wick-Serie mit den langjährigen Marvel-Filmen, die immer noch unterhaltsam sind nach all den Jahren. Auf Twitter haben viele Fans ihre Gedanken zum vollständigen Trailer geteilt. Es überrascht nicht, dass viele der Poster den Konsens zustimmen, dass die Franchise noch an Qualität verlieren muss. Ein Twitter-Nutzer schrieb, dass sie planen, Chapter 4 zu sehen, ohne sich vorher Trailer zum Film angesehen zu haben und vertrauen auf die bisherige hohe Qualität der Serie. Unterdessen postete ein anderer Nutzer 4 Screenshots aus dem Chapter 4 Trailer mit der Überschrift »Es versteht sich von selbst, aber Mann, die John Wick-Filme werden mit jedem Eintrag prächtiger.« Ein YouTuber ging sogar so weit zu scherzen, manchmal frage ich mich, ob das Versprechen von mehr John Wick-Filmen das einzige ist, was das Gefüge dieses Landes zusammenhält. Während es möglich ist, dass John Wick Kapitel 4 einige langjährige Fans enttäuschen könnte, sind die Reaktionen bisher so überwältigend positiv, dass wir uns nicht sicher sind, wie das passieren könnte. Es scheint immer wahrscheinlicher, dass dieser nächste Eintrag in der Serie die hohe Messlatte seiner Vorgänge nicht nur sprengen wird, sondern sie vielleicht sogar höher legen wird. Last words, Winston. Just have fun, Albert. John Wick Kapitel 4 startet am 24. März 2023 in den Kinos.